Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 5 auf meinem Kanal. Ja, ich möchte jetzt heute mit euch die Mega-Güterlinie in Betrieb nehmen. Wir haben ja in der letzten Folge einmal die ganzen LKW-Linien eingerichtet, der langwierige, langweilige Prozess, aber ich kann es ja nicht anders machen. Ja, und jetzt möchte ich mit euch gerne die Güterlinie einrichten. Nochmal zur Info, diese Folge ist vorproduziert. So, hier mal ein Häuschen hingesetzt, ein Lokschuppen. Das macht sich eigentlich ganz gut. Diese Bahnhofsvorfeld hier, das gefällt mir, die ganzen Bäume und die ganzen Weichen, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ob das jetzt original ist oder nicht, ist mir relativ wumpe. So. So, passt es. Ja, was wollen wir denn da für einen Zug fahren lassen? Wir haben 464 Meter maximale Gleislänge. Der eine Bahnhof ist nicht länger. So. Ich möchte auf jeden Fall. Eigentlich möchte ich am liebsten, ja, ihr kennt mich ja, meine NIAC benutzen. So. Aber. Wir müssen ja bald wieder auf automatisch gehen, sprich, wir müssen eh alle Züge werden ja wieder abgedatet. Das heißt, wir können gar nicht großartig hier irgendwelche verschiedenen Züge draufpacken. Lass uns von Anfang an gleich machen. Dann würde ich ganz ehrlich wirklich sagen, wir nehmen mal die DB Cargo. Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt jemals immer genommen haben. Wir nehmen einfach die DB Cargo. Einmal oder vielleicht zweimal. Bei 480 Meter langen Zug. Wir haben auch ein bisschen Steigung und so. Boah, Doppeltraktion. Na gut, Doppeltraktion. Manchmal 38 Meter weg. So, Güter. Hier können wir Baumaterialien. Sollten wir dann vielleicht auch auf Baumaterialien stellen. Dass wir da mindestens schon mal 60 Baumaterialien sicher mitnehmen können. So, und dann würde ich vielleicht sogar vorschlagen, wir nehmen den nochmal weg. Container. Hier könnten wir Baumaterial mit transportieren. Den Zug würde ich auch gerne nehmen, aber der passt mir jetzt nicht. Hier können wir 31 bis 34 Einheiten transportieren. So, aber mit denen hier können wir 34 von allem, außer Baumaterialien. Treibstoff können wir mit antransportieren. Ja, würde ich schon echt gerne den hier eigentlich nehmen. Frage, nehmen wir jetzt nur die LKW-Auflieger. Da haben wir dann im Prinzip nicht so viel Auswahl von, außer die drei hier. Hier sind die überall zwar noch mit drauf, aber halt auch mit Containern. Ich würde sagen, wir nehmen die. So. Da wären wir jetzt schon hier. Maximale Länge, die wir mitnehmen könnten. So sieht das eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich möchte aber ganz gerne noch einen Rungenwagen dabei packen. Der auch Baumaterialien transportieren kann. Der könnte Baumaterialien transportieren. Aber halt nur 13, das macht ja keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Der könnte 30. Da bräuchte ich aber mindestens zwei von. Und dann jetzt ein Doppelter reinzupacken, wäre auch blöd. Die können auch keine Baumaterialien mitnehmen. Der könnte Baumaterialien kommen. Lass 38 sein. 29 mitnehmen. Ist aber wahrscheinlich extrem lang. Ja. So, jetzt haben wir immer noch ein bisschen Luft. 64 Meter haben wir. 264 Meter. Ne, das ist zu wenig. Jetzt hier nochmal wieder so einen ranhängen. 77, das heißt, da wären wir jetzt 13 Meter zu lang. Das ist zu viel. 13 Meter ist zu viel. Können wir nochmal 14 Einheiten mitnehmen.
den auch nur auf Baumaterialien setzen. Ne, das geht auch nicht. Im Prinzip können wir dann nur noch hier so einen kleinen mitnehmen. So einen hier. Nochmal ein alles. Ja, dann wäre 5 Meter zu lang. Das wäre okay für mich. So. Wir sagen, brauchen wir locker 3 Züge. Erstmal. Ja, wir sagen, schicken wir die los. Aber wir können da, bevor wir das machen, den können wir schon mal losschicken. Güter Wetau. Muss kommen raus, gedüst. Dude, da ist er. Fahrzeugersatz. In der Zeit, wo wir hier mitfahren und uns hier durch die Weltgeschichte lenken. Elektrisch. Nehmen wir DB Cargo zweimal. Und jetzt mal. Natürlich jetzt schwer zu sagen, ne? Details. 3, 4 Mal. 3 Mal. Wir können es ja dann einfach quer durchmachen, ist egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber 10. 10. Dann nehmen wir einmal hier diesen Flat Car nochmal. Oder wir nehmen. Ja, Flat Car 29. 1, 2, 3. Machen wir das so. Genau, machen wir es so. Perfekt. 1 auf 50. Auf 50. So. Ja, dann nimmt jetzt hier auf jeden Fall noch nichts mit. Das ist ja ganz klar. Würde ich sagen. Setzen wir uns mal rein. Und gucken mal, wie die Fahrt so ist. Ob wir irgendwelche Stellen haben, die wir ausbessern müssen. Und dann würde ich sagen, schicken wir den los, wenn der hier in. Ja, wo ist er denn? Wenn er gleich bei der ersten Station angekommen ist. Und dann schicken wir den nächsten los, wenn er hier wieder zurückfährt. Dann haben wir 3 Züge, weil der Rückfahrt fährt er ja durch. Ja, schönes Standbild, ne? Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Schön ist das. So, jetzt kommen wir aber in einen Bereich, wo nicht so viel Traffic ist. Dann müsste es eigentlich gut funktionieren. So. Schleuning tut er eigentlich jetzt ganz gut. Im Moment ist er ja auch leer. Oh, er schafft es aber nicht weiter zu beschleunigen, wenn es hier bergauf geht. Ah, okay. Obwohl es 2 Loks sind, ne? Nur 13. Ach, vielleicht liegt es an dem guten Flat Car. Da habe ich drauf geachtet. Na egal, wenn das jetzt nur 7 km/h Unterschied sind. 113 ist halt Höchstgeschwindigkeit. Die 7 km/h, das ist egal. Ist, ich weiß, es ist auch ein amerikanischer Wagen. Aber gut. Aber die Dorf im Kirch, ne? Die Dorf im Kirch. Lass mal, die Kirche im Dorf. Wie sieht denn der überhaupt aus? Der Flat Car. Achso, ja, wieso? Ich glaube, sowas gibt es in Deutschland auch. Vielleicht nicht so groß, aber. So. Wenn er hier jetzt gleich losfährt, und dann warten wir noch eine Sekunde. Ja, wir warten noch eine Sekunde. Dann sind wir doch ziemlich dicht, glaube ich, ineinander. Wenn er für die Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, schicken wir den nächsten los. Jetzt. Gut, dann kommen wir wieder rein hier. Mal einen langsamer.
Und dann, wenn wir jetzt gleich umdrehen, wieder zurückfahren, dann schicken wir den nächsten los. An sich gefällt mir die Strecke schon mal so ganz gut. Bisher jetzt keine Hügel oder so festgestellt. Hier rechts neben uns ist die Personenlinie. Hier sind wir jetzt in Ringsberg oder so ähnlich. Hieß das ja hier. So. LKW Walter. Ist auch da. Moin. Wir haben leider noch nichts für dich dabei. So, das ist unser 462 Meter langer Bahnhof. Wegen dem müssen wir rollen ein paar Meter drüber, aber egal. Wegen ihm mussten wir die Züge so bauen, wie wir sie gebaut haben. Oh, ist das immer am Laggen? Ah, Mensch, das Spiel hat so viel Potenzial, das ist unglaublich. Und dass diese scheiß Engine einfach nicht funktioniert. Entschuldigung, jetzt muss ich mich gerade ein bisschen aufregen. Wir sind hier wirklich nicht in irgendwie so einem Bereich, wo viele Sachen sind. Und trotzdem ist das so am Rumlängen. Fällt mir so eigentlich optisch ganz gut, die Strecke. Soll ich ja ehrlich gesagt mal sagen, so. So, da sind wir in Wietau angekommen. Ein schöner gebogener Bahnhof. Zack. Wenn er jetzt gleich umdreht, dann schicken wir ihn dann los. Was? Wieso kommst du jetzt nicht da auf diese Linie? Das ist jetzt ein fucking Ernst oder was? Alter. Machst mich jetzt verrückt. Ah, oh, erstmal wieder ein schönen Leck. Ein klitzeklein. So eine Minute. Aha. Jetzt aber mal geht's wieder oder was? Ja, aber wo ist denn unsere Linie? Da, jetzt. Was ist denn dein Problem? Liegt das jetzt daran, weil das jetzt hier auf Auge steht oder was? Na, hast du schon was zum Mitnehmen? Oh ja. Oh ja, hast du schon ein bisschen was zum Mitnehmen? Schön, schön. Das freut mich. Dann wird die Linie auf jeden Fall auch richtig Kohle produzieren, das weiß ich jetzt schon. Der Hauptbahnhof ist schon geil. Vor allem hier so mit diesem Vorfeld, wo die alle hier durchkommen und so. Das ist schon nicer dicer. So, wo ist denn der andere? Da hinten kommt er. Perfekt. Und er brettert jetzt hier schön durch. Mit 113. Müsste jetzt eigentlich hier so die ganze Strecke jetzt durchfahren. Jetzt müsste er hier abbremsen, weil die Kurve ein bisschen zu eng ist. Na gut, aber das ist nicht so schlimm. So, mal gucken, wenn er zu uns entgegenkommt, ob wir sehen, ob er was geladen hat. Oder ob er leer ist. Ne, sieht leer aus. Zack, jetzt gibt er wieder Gas. Mm-hmm.
So echt ein schönes Spiel. Das sieht schon echt gut aus. Eine lange Rückfahrt leer ist natürlich auch mal so eine Sache, aber hier hat man nichts, um das irgendwie da mitzunehmen. Das ist natürlich halt jetzt die Sache. Jetzt müssen uns aber langsam mal der andere entgegenkommen. Ist der denn? Da kommt er. Das passt auf dem Abstand her ganz gut. Moin. Hat auf jeden Fall auch noch Potenzial. Kann auf jeden Fall noch was mitnehmen. Gut, meine Freunde. Oh. Keinen Fahrzeugersatz? Ne, haben sie nicht. Kein Problem. Big da. So. Wie sieht es aus? Jetzt steht hier schon was. Oh ja, es wird. Sehr schön. Das freut mich. Das wird angenommen. Ja, meine Freunde, dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Ist das ein bisschen kürzer? Boah, ist das ein Leckspack-Festival. Ich mache mal auf Pause. Hier oben entwickelt sich das mittlerweile auch schon gut weiter. Hier an unserer Strahlküste hier. Wie sieht es Minden überhaupt aus? 3000, knapp 3600 Leute. Eieiei. Aber ziemlich stockelig jetzt hier im Moment. So, was haben wir denn hier? Hier ist nur Gewerbe. Ja, der Wohnungsbau ist hier auf jeden Fall großflächig. Hier noch ein Industriegebiet drin. Hier ist Hauptindustriegebiet. Ja, aber ansonsten eigentlich ganz gut. Können wir mal gerne nach unserem Sorgenkind, unserem Flughafen gucken. Ich habe jetzt hier noch eine zweite Linie drauf gemacht, aber ich bin da, war klar. Die fliegt einfach nur rum und verbrennt Geld. Und hier? Ja, gut. Naja. Passt schon. So, meine Freunde. Ja, damit danke ich mir fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr nächsten Samstag um 12 Uhr wieder einschalten würdet. Bis dahin, haut rein. Euer Mr. Bowser. Ciao.